weiß nicht, wie man ein YouTube-Video startet. Und ich wollte heute mal dokumentieren, wie ich mein Halloween-Make-up machen werde. Ich bin eifersüchtig. Kann ich sowas, kann ich nicht. Ist das Licht überhaupt richtig eingestellt? Läuft die Kamera? Auf jeden Fall, das, was ich heute als Kostüm machen werde, ist der Joker. Aber nicht den, der jetzt gerade so aktuell ist, weil, ein neuer Joker-Film kommt raus. Ich muss den Joker machen. Nein, mein Lieblings-Joker ist der aus The Dark Knight, aus dem Batman-Film Heath Ledger. Und ich weiß nicht, ich mag einfach die Ästhetik an ihm und ich finde ihn einfach so cool und wie er geschauspielert wurde. Und ich will heute versuchen, das nachzumachen. Deswegen viel Spaß dabei, wieder zuzugucken, wie ich mein Gesicht voll schmiere und wahrscheinlich alles abmache und dann nochmal voll schmiere, weil ich nicht gerade die Talentierteste darin bin, immer alles direkt richtig zu machen. Das hier ist das, was ich versuchen werde nachzumachen an Make-up. Mein Outfit wird anders sein, da ich einfach kein lilanes Jackett und so eine Krawatte besitze. Allerdings denke ich, es wird ganz gut aussehen. Mal schauen, ihr werdet sehen. Also würde ich jetzt sagen, ich beginne mein Gesicht weiß anzumalen und meine Haare würde ich zum Schluss machen. Also die Farbe passt auch nicht ganz, aber davon kann man ja mal absehen. Ich hoffe, es wird gut aussehen und bis gleich. Einmal die Augenbrauen wegzumachen, da er keine Augenbrauen in diesem Make-up-Set hat. Meine Katze. Meine Katze miaut. Und zum anderen hat er ja hier die Narben an seinen Mundwinkeln, was ich mit einfachem Klopapier sozusagen machen würde. Das heißt, ich werde jetzt mich erstmal hier wieder abschminken mit Wasser oder so. Meine Hand sieht auch schon schön aus. Und dann, also auch hier, und dann werde ich mal schauen, wie ich das mache. Wahrscheinlich versuche ich es mal einfach so hinzukriegen. Wahrscheinlich werde ich versuchen, es einfach mal so hinzukriegen, wie es gerade ist. So, als nächstes nehme ich mir ein Stück Klopapier. Ganz einfach. Und gucke, dass ich es hier zerteile. In drei, nein, das ist sogar vierlagig. Vier Lagen. Und das soll hier kein Tutorial sein, das ist mehr so ein von wegen, hey, guck, was ich mache. Vielleicht sieht es am Ende gut aus. So, jetzt habe ich hier so eine ganz dünne Lage an Klopapier. Und dann nehme ich mir ein Klebestift. Ich habe vorhin jemanden anders noch geschminkt, deswegen ist er ein bisschen links, ein bisschen Farbe. Und dann nehme ich mir Kleber und das Papier und klebe es auf mein Gesicht. Das wird sich so gut anfühlen, Klebe auf die Augenbrauen zu machen. Oh, lecker. Oh, geil. Selten und guck mir auch keine, also kaum Schminkvideos an, keine Tutorials oder so. Das ist hier alles aus Ausprobieren, Erfahrung. Von wegen, ich guck mal, was ich mache und dann kam was Gutes bei raus. Und sowas passiert. Also, wenn ich sowas mache, ist das nicht, weil ich weiß, wie es geht, sondern weil ich mir einfach mal.
mache das, was ich denke, ist richtig und wenn es dann gut aussieht, habe ich Glück gehabt. So, das gleiche wie an meinen Augenbrauen werde ich jetzt auch hier wiederholen. Aufmachen, damit es auch gut hält. Keine Ahnung, Mann. Wer geht ungeplant an sein Halloween-Kostüm? Ich! Jetzt nehme ich mir ein Stück davon und dann klopse ich das erstmal so hier drauf. Ich muss es kleiner machen, wie man sieht, aber in der Theorie funktioniert es einfach so. Wie gesagt, ich bin kein Profi und außerdem habe ich kein Latex, weil mit Latex würde das wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren. Wahrscheinlich werde ich jetzt so oft out of focus sein. Ich sollte aufhören zu reden, oh Mann. Jetzt, weil ich es gerade irgendwie gemacht habe, so bei der anderen Wunde, die ich auch geschminkt habe, werde ich meinen Pinsel ein bisschen nass machen. Und dann werde ich die Klebe nehmen, da, und es anfeuchten, weil umso feuchter dieses Papier ist, umso besser klebt es auch an der Haut. Und wenn man Wasser mit diesem Kleber mischt, wird es ein bisschen wie Bastelkleber, meiner Meinung nach. Deswegen ich die Methode vorhin ganz gut fand und jetzt hier auch anwenden werde. Das gleiche mache ich jetzt. Das ist hier schon getrocknet, Scheiße. Das gleiche wollte ich sagen, mache ich jetzt auf der Seite nochmal, aber anscheinend muss ich mir nochmal Kleber ins Gesicht schmieren, damit das überhaupt funktioniert. Mit einem weiteren Stück Papier. Ich weiß echt nicht, ob dieses YouTube-Ding was für mich ist. Einfach nur, weil die ganze Zeit reden und erklären, was man macht. Lässt die Sachen einfach viel länger dauern und wenn es am Ende scheiße aussieht, frage ich mich überhaupt, ob ich es hochladen sollte. Oh Mann. Wollte ich jetzt so eine Lage machen, aber irgendwie hat sich dieses Papier ein bisschen so dazu entschieden, dass es sich, naja, was auch immer das hier ist. Ich war gar nicht im Bild, okay. Das heißt, ich muss gucken, ob ich das jetzt hier festkriege. Jetzt schon einiges passiert. Sowohl hier als auch hier habe ich jetzt mir ganz viel Pappmaché aufgeklebt. Ich kann auch nicht mehr, wenn ich grinse, dann geht das wahrscheinlich ab. Also ich darf nicht mehr lachen. Ja, man sieht's. Muss ich das vielleicht noch ein bisschen fester machen. Ich habe jetzt schon einige Lagen drauf gemacht, 3, 4 ungefähr. Ich werde jetzt noch ein paar weitere drauf machen und das wollte ich wieder filmen. Ich werde wahrscheinlich keine Klicks drauf kriegen. Einfach nur aus dem Grund, weil jetzt alle eher an Weihnachten als an Halloween denken. Ich bleibe mir trotzdem ein paar Leute dran und gucken sich den Scheiß an, den ich hier mache. Was ich hoffe, dass es sich im Laufe des Abends nicht einfach, ohne sich vorher anzukündigen, abdingst, also dass es einfach abgeht.
Das wäre nämlich nicht vorteilhaft für mich. Ich habe mein Gesicht zugekleistert mit dem Zeug und das fängt auch an abzugehen, was nicht so gut ist. Ich werde mal gucken, was ich deswegen tue. Ich habe schon versucht, jetzt es mit Schichten irgendwie aufzuarbeiten, damit es halt nicht so schnell geht. Ich werde sie eh noch einmal hier und einmal hier aufschneiden. Sozusagen als lachendes Gesicht wahrscheinlich. Außerdem stört es mich, dass es auf der Lippe klebt. Ja, wie ihr seht, ich kann nicht so viel reden und ich kann meinen Mund auch nicht so weit aufmachen. Weil wenn ich das tue, dann reißt es hier auf, ohne dass ich es will, und das wäre doof. Ich versuche es jetzt trocknen zu lassen und währenddessen werde ich, glaube ich, schon mal meine Augen machen. Ja, und das seht ihr jetzt. Das Gute an dem Make-up ist, man muss nicht wirklich vorsichtig sein oder sich so richtig darauf konzentrieren, jedes Detail richtig zu haben. Einfach nur, weil selbst das Kostüm sehr, in Anführungszeichen, mit Absicht schlampig gemacht wurde. Das heißt, also wenn ich mir das hier schminke, muss ich nicht aufpassen, dass ich irgendwelche Linien genauestens nicht überschreite. Sondern kann mich ohne irgendwelche Bedenken zu einem Panda machen. Und ich kann übrigens nicht lachen, weil dann würde das hier wahrscheinlich alles abgehen. Ich finde, ich sehe schon sehr jokerig aus. Jetzt werde ich mir ein weiteres Mal mit dieser weißen Farbe durch die Wäsche waschen. Wischen. Nicht waschen. Ja, abwaschen, dieses Zeug abzuwaschen wird richtig witzig, um das hier ein bisschen zu verblenden. Vor allem muss ich meine Augenbrauen wegkriegen. Damit, dass es sich am Mundraum ablöst, was ja logisch ist, wenn ich rede. Ich weiß auch leider nicht, wie ich dieses Problem lösen soll. Ist dann noch mehr drauf zu quämen, aber ich glaube, das ist kontraproduktiv, weil das ist dem Problem weiterhilft. Ich denke, ich muss es jetzt schon aufschneiden, damit mir das Ablösen nicht weiterhin passiert. Deswegen werde ich das jetzt machen mit einer ganz normalen Nagelschere. Okay, das klappt nicht ganz so gut wie erwartet. Das löst sich eher, als dass irgendwas anderes passiert. Ich denke, ich werde das jetzt alles nochmal abmachen, was sich wirklich doll löst, und werde es nochmal neu machen müssen. Wahrscheinlich ein bisschen weiter so arbeiten, dass ich hier eine Lücke zwischen habe und es nicht aufschneiden muss. Ich denke, ich bin die ganze Zeit nicht im Bild, weil ich mich eher in die Richtung bewege. Deswegen wird die wahrscheinlich die Hälfte der Aufnahme eher unbrauchbar sein. Das werde ich ja dann im Schnitt sehen. Thank you.
Stift noch dazu. Ich habe das hier alles jetzt freigelassen, weil es sich einfach besser macht anscheinend. Es fühlt sich auch nicht mehr so an, als würde es sich direkt ablösen. Ich versuche noch die Stirn hier ein bisschen so zu machen, wie er es gemacht hat oder wie er es hat, dass es sich da oben schon die Farbe ablöst. Und ich würde sagen, ich trage noch schnell den Lippenstift aus und dann müsste ich eigentlich schon mit meinem Gesicht fertig sein. Und außerdem macht der mein Kameraakku langsam schlapp. Hier ist ein schöner roter Lippenstift. Den werde ich jetzt massakrieren. Beziehungsweise werde ich damit mein Gesicht. Das ist mein jetziger Look. Mal schauen, was ich noch machen werde. Das werde ich wahrscheinlich nicht filmen, weil, wie gesagt, mein Kameraakku macht schlapp und ich hebe ihn mir lieber nochmal dafür auf, um zu filmen, wie ich meine Haare dann schlussendlich mache. Also bis gleich. Für euch ist das ja nicht so viel Zeit, für mich schon. Also, so sehe ich jetzt aus. Das ist mein Gesicht. So wird es jetzt bleiben. Ich verändere jetzt nichts mehr, weil ich habe die ganze Zeit schon dran rumgespielt und dann ist es vielleicht immer wieder verwischt. Ich werde nur gucken, dass das Papier an den Stellen bleibt, wo es bleiben soll, weil es sich schon wieder ablöst. Und ich werde jetzt meine Haare machen. Haarspray, Haargel und eine Bürste. Mein Haar so strähnig wie möglich hinbekommen, damit es aussieht wie der Joker. Das könnte witzig werden, vor allem sie dann später wieder auszuwaschen. Oh, ich hab noch. Ihr müsst mal kurz gucken. Schaumfestiger ist auch eine gute Idee. Er macht die Haare nämlich schön strähnig. Schaumfestiger runtergefallen. Das heißt, mein Ziel ist es, meine Haare so ungenießbar wie möglich zu machen. Sieh so. Aber in fettiger. Ich weiß, dass meine Haare, nachdem ich Schaumfestiger benutzt habe, aussehen, als hätte ich mir die Haare gewaschen. Beziehungsweise als wären sie fettig. Und genau das ist der Look. I go for. Ich habe nicht so einen krassen Ansatz wie er. Allerdings will ich mir hier oben noch ein bisschen weiße Farbe hinschmieren, sodass es so wirkt, als hätte ich so einen dreieckigen Ansatz, was die Männer ja im Alter bekommen. Meine Haare trocknen genauso, weil dann wäre es echt perfekt. Oh, ich habe hier oben noch keinen drin. Also das hier ist mein schlussendliches Kostüm. Ich habe noch eine weitere Hose an. Ich muss an dem Handy filmen, weil, wie ich vorausgesagt habe, meine Kamera ist ausgegangen. Ich habe meine Haare richtig schön eklig gemacht. Also
fettiger geht, glaube ich, gar nicht. Das Licht hier ist echt scheiße. Ich habe mir noch ein Hemd angezogen. Eigentlich wollte ich auch nur noch eine Krawatte anziehen, aber ich hatte keine mehr. Ich werde vielleicht noch ein paar Fotos machen, hoffe ich doch, vom ganzen Outfit. Lasst Halloween beginnen und für alle, die das im November oder Dezember gucken, fröhliche Weihnachten. Und ich bin der Joker. Ich fühle mich gut damit. ja, lassen wir das. Bis dann. Tschüss. Happy Halloween to you motherfuckers. Happy scary day to you motherfuckers. Happy death day to you motherfuckers. You know I'm gonna kill all you motherfuckers. Happy Halloween to you motherfuckers. Happy scary day to you motherfuckers.